Das Team von Lars Leuenberger hat mittlerweile 8-mal in Serie gewonnen. In der Valascha tut sich der SCB zu Beginn aber schwer. Ambry in Überzahl. Topscorer Alexandre Giroud hämmert den Puck an den Pfosten. Das Team von Serge Pelletier dominiert im Startdrittel, fast nach Belieben. 16. Minute. Rassis Pass misslingt, doch dann kommt Ziedler und das längst verdiente 1:0 ist Tatsache. Auch Ambry hat seine Plüschtieraktion. Die über 6100 Zuschauer spenden für Kinderspitäler im Kanton. Ambrys Nummer 11 übrigens, Lukas Lothar, hat den Schuss von Ziedler noch abgelenkt. 1:0 steht es auch noch Mitte des zweiten Drittels. Der SCB hat nun etwas besser ins Spiel gefunden und Alain Berger vergibt den Ausgleich haarscharf mit diesem Lattenschuss. Ambry Piotta im Gegenzug. Pestoni, Noro und Marc Reichert, toll herausgespielt. 2:0 statt 1:1, der Siegesserie der Berner droht ein jähes Ende. Lars Leuenbergers Team geht mit dem 0:2 ins dritte Drittel. Der Meister hält dagegen. Vermin, Gerber und Ryan Gardner trifft zum Anschlusstreffer. Es bleiben noch mehr als 17 Minuten zu spielen. Die Berner setzen Ambry bis zum Schluss unter Druck, versuchen es auch ohne Goalie, aber Sandro Zurkirchen rettet Ambry Piotta den Sieg. Schließlich macht der Ex-Berner Marc Reichert mit dem Schuss ins leere Tor alles klar. 3:1, ein starkes Ambry Piotta stoppt die Berner Sieg.